Gestern sprach ich über Kritik an Israel seitens einer CDU-Abgeordneten aus Berlin. Heute geht es in die USA, aber zum selben Thema. Wegen ihrer scharfen Kritik am früheren US-Präsidenten Donald Trump ist die ranghohe Republikanerin Cheney aus der Fraktionsführung geworfen worden. Andere Meinungen zu ertragen scheint ein Auslaufmodell. Ich sah es immer in Verbindung mit Demokratie. Die ist es wohl auch. Donnerstag, der 13. Mai 2021. Erneut gab es Raketenangriffe und Verletzte in Israel. In Afghanistan hat hingegen eine dreitägige Waffenruhe begonnen. Der russische Außenminister Lavrov und sein US-Kollege Blinken kommen am 20. Mai zu einem Treffen zusammen. Das Ganze am Rande des Arktisrates in Reykjavik. Besprochen werden die bilateralen Beziehungen. Nach der Blockade des Suezkanals beschlagnahmt Ägypten die Ever Given, das Schiff. Schadenersatzansprüche sind noch unklar. Syrische Regierungstruppen haben innerhalb von knapp 3 Wochen bei der Unterstützung russischer Luftstreitkräfte hunderte Terroristen auf dem Territorium des Landes vernichtet. Syrische Einheiten setzen nach Angaben eines Vertreters der russischen Streitkräfte die Aufklärungs- und Suchaktion in der syrischen Wüste fort. Der britische Jemen-Vermittler Griffiths leitet künftig das UNO-Nothilfebüro. Der Protest gegen den Bau eines Campus der chinesischen Fudan-Universität in Budapest wird heftiger. Der Bürgermeister von Budapest stellte eine Volksabstimmung zum Bau in Aussicht. Der Campus soll 2024 eröffnet und seitens der Regierung von Viktor Orban mit chinesischen Krediten finanziert werden. Sensoren haben eine Zunahme von Neutronen im Unglücksreaktor von Tschernobyl festgestellt. Eine mögliche Folge ist eine unkontrollierte Spaltung von Urankernen. Statt Erklärungen haben die Wissenschaftler bisher vor allem Fragen. Die Spaltungsreaktionen könnten sich fortlaufend verstärken und schließlich zu einem unkontrollierten Ausstoß von Kernenergie führen. Österreichs Korruptionsjäger gehen gegen Kanzler Kurz vor. Man wirft ihm vor, er habe bei einem Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt. Als die britische Armee 1971 in Belfast gegen Paramilitärs vorging, erschossen Soldaten auch mehrere Zivilisten. Nun hat sich Premier Johnson dafür bei den Angehörigen entschuldigt. Bleiben wir gleich bei Boris Johnson. Der möchte die Reaktionen der Regierung in der Corona-Pandemie unter die Lupe nehmen. Die unabhängige Untersuchung soll 2022 beginnen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 17.419 Neuinfektionen. Die US-Gesundheitsbehörde hat BioNTech für Kinder ab 12 Jahren empfohlen. Norwegen stellt die Impfungen mit AstraZeneca vollständig ein. Grund sind schwerwiegende Nebenwirkungen. Dänemark tat das bereits vor einem Monat. UN-Generalsekretär Guterres hat sich für eine baldige Zulassung des russischen Impfstoffes Sputnik V durch die Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Nach fast 23 Jahren tritt Jürgen Rose, Oberstleutnant der Bundeswehr AD, aus der SPD aus. Immer wieder hatte er die Bundesregierung für ihre Außen- und Sicherheitspolitik kritisiert. Zum Anlass für den Parteiaustritt ist nun aber die Corona-Politik der Großen Koalition geworden. Auch Experten der unabhängigen Kommission für Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien kritisieren heftig den Umgang mit Corona. Die Weltgesundheitsorganisation und Staatsregierungen seien zu langsam gewesen. Weltweit mehr als 20 Millionen Menschen wurden mit dem russischen Impfstoff Sputnik geimpft. Das Vakzin habe eine Wirksamkeit von fast 80%. Von Nebenwirkungen war noch nichts zu hören. Ich gehe davon aus, dass zumindest die westlichen Medien ausführlichst berichtet hätten. Sicherheitsbehörden zeigen sich besorgt wegen gefälschter Impfpässe. Die kubanische Regierung hat Impfungen mit einem selbstentwickelten Mittel gegen Corona gestartet. Nach der Entscheidung Bayerns, den kleinen Grenzverkehr wieder zuzulassen, ist seit Mitternacht eine entsprechende Verordnung Österreichs in Kraft. Schweiz lockert weiter, Restaurants öffnen, Veranstaltungen finden statt. SPD-Kanzlerkandidat Scholz will gegen innereuropäische Billigflüge vorgehen und eine Preisgrenze durchsetzen. Eine Krankenschwester hat in ihren Nachtschichten in einem Krankenhaus für Veteranen in West Virginia, USA, mindestens 7 Männer umgebracht. Nun wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt. US-Medien berichten. Städte in aller Welt sind nach einer aktuellen Auswertung durch das Carbon Disclosure Project mit Sitz in London nur unzureichend auf Bedrohungen durch den Klimawandel vorbereitet. Internationale Klimamaßnahmen reichen bei weitem nicht, Experten warnen vor kolossalen Risiken. Ein Problem, nur 32 Staaten verantworten rund 80% der globalen Emissionen. Hans-Joachim Schnellenhuber, Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Wie wir momentan handeln, kommt einem unkontrollierten Experiment an Lebenserhaltungssystem der Erde gleich. Wir sind die letzte Generation, die eine vernünftige Chance hat, kritische Teile unseres Erdsystems stabil zu halten. Heute viel Regen, im Nordosten auch Gewitter. Im Westen und Südwesten Sonne. Die nächsten Tage bleiben durchwachsen. Alternative Music.